Hallo und herzlich willkommen bei Crypto mit meiner Tycoon Simulator. Wir gucken uns das Spielchen mal an. Und ich habe kein Sound mehr vom Spiel. Warum habe ich keinen Sound mehr vom Spiel? Ah, jetzt. Okay. Garage. Shop. Wir wollen erstmal einen PC-Standard. Ah, guck mal hier. Jetzt brauche ich ein Mainboard. Zack. Und jetzt brauche ich eine CPU. Dann brauche ich eine Grafikkarte. Und das waren noch Preise. 200 Euro für eine Grafikkarte. Dann brauche ich RAM. Wir brauchen ja nicht so viel. Oder was sagt die Grafikkarte? Nö, das passt alles. Dann kleine Festplatte. Ein 300 Watt. 300 Watt ist noch zu wenig, oder? Ah, 270 Watt brauche ich. Hier unten rechts steht, hier. Du findest, ich könnte ruhig noch lauter sein. Dann drehe ich mich doch mal ein bisschen lauter. So, das sollte jetzt besser sein. So. Dann mache ich mir gerade mal noch den Chat auf meinem Bildschirm auf. So. Jetzt sollte es aber passen, Ron, oder?
Start-up zu PC. Ja gut, das hören ja auch nicht die Ohren abfallen. Gott, ich glaube, ich kaufe mir gleich noch einen zweiten PC. Einen zweiten und einen dritten. Gott, das wird ja sonst hier grauenhaft. Wie viel Geld haben wir denn? Hier, was soll der Geiz? So, zwei Stück zu solchen Rechnern. Purge. Hä? Wie? Channel auf Max offen haben, hä? Wer ist Max, Ron? Ron, hast du andere Freunde als mich, oder wer ist Max? Das ist ja unglaublich hier. Ron hat andere Freunde, könnt ihr das glauben?
Ja. Auf der Treppe steht noch ein Sechserpack Schwimm. Ich bin offiziell verwirrt, was ich hier jetzt machen soll. Also der PC ist zu schlecht zum Meinen, oder wie?
Hier kann ich über die CPU meinen. Hier kann ich Bitcoin meinen. Und hier kann ich auch Bitcoin meinen. Kriege ich jetzt einen Bitcoin zusammen? Pro Tag meine ich 0,1 Bitcoins. Fühlst mich doch gerade echt verarschen, oder? Blöd. Was brauchst du? Grafikkarten? Nee. Chips auch nicht? Der braucht bloß Lüfter oder wie? Ach, das sind so Mining Rigs, die ich kaufen kann, oder? Das sind so Mining Rigs. So. Und das meint jetzt. Kann ich ein Regal damit hinstellen? Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Entweder fliegen uns gleich die Stromkosten um die Ohren oder wir werden reich.
Guck mal, da sind wir schon auf 6 Bitcoin, die wir am Tag meinen. 7 Bitcoin. Neun Bitcoin. Zehn Bitcoin. Zwölf. Vierzehn. Geht doch. 16. Und schon farmen wir Bitcoin. Hoppa, wir haben schon 0,000023 Bitcoin. Und wir kriegen dafür keinen einzigen Dollar. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Personal. Layoff. Layoff. Kann ich auch größere Rigs kaufen? Mal gucken, was das jetzt wird. Ich meine, die Rechner waren ja jetzt eher. Kontraproduktiv. Also den können wir verkaufen. Start auf Software Mining Bitcoin. Guck mal, 2,76 Bitcoins pro Tag, meint der. Der meint 0,9 Bitcoins pro Tag. Und der kostet 1,68 Dollar pro Tag. Was kostest du pro Tag? 1,58 Dollar. Ja, Ron, ich glaube, von dem Ding wird jeder von uns so zwei Stück nehmen und dann sagen, so, ich bleib mal ein Jahr zu Hause, oder? Ja, wir verdienen 0,02 Cent mit unserem Bitcoin. Guck
Guckt es euch an. Guckt es euch an. 0,2 Cent. Gott, wir werden so reich werden. Nein, werden wir nicht. Wir gucken mal, was wären das hier unten? Doggy Coins. Was, womit können wir denn Doggy Coins farmen? Wird dir gar nicht angezeigt, womit ich Doggy Coins farmen kann. So, wir spulen jetzt einfach mal vor. Oh, guck mal. Wir können hier Minesweeper spielen. Nein, das ist 4-5 gewinnt, nicht Minesweeper. Da wir gucken jetzt, was passiert, wenn wir Fullspeed hier laufen lassen. Und das, also das hätte ich auch gerne im Real Life. Da ich so eine Mine anmache und dann Bitcoin einfach so. Ja. Komm schon. Nein, schlecht. Falsche Richtung. Ja. Es ist wunderbar, Gina. Wir schießen gerade in die Höhe und machen Milliarden. Oh nein, der Dogecoin stürzt ab. Wir kaufen mal 10 Doge, für 10 Dollar Dogecoins ein bei 5 Cent. Ja, nein. Ja, wir haben ein bisschen Stromkosten. So, sell Bitcoins. Also wir haben jetzt gerade erstmal die Stromkosten wieder drin. Ja, nach oben. Komm schon. Ja. Zack. Ah, du willst mich doch gerade echt verarschen, oder? Du willst mich gerade echt verarschen. Ach komm, jetzt sind wir oben. Kurz vorm 30.000 der Bitcoin hochgesprungen.
Spiel, du willst mich doch gerade echt verarschen, oder? Und er geht hoch und höher und noch höher. Alter. Knack doch gleich die 100.000, mein Freund. Knack doch gleich die 100.000. Ja, komm, noch weiter, noch weiter, komm. So, den haben wir für 0,5 gekauft. Aber wir zahlen ja nochmal die Gebühren. Ja, höher, höher. Nein. Sell Bitcoin, set all, sell. Ja. Das könnte man jetzt theoretisch noch ausbauen. Wir könnten jetzt theoretisch noch hier Rigs kaufen für Ethereum. Und dann noch ETH handeln. Aber das ist so gesehen der Bitcoin, der Kryptominer Tycoon. Tja, liebe Kinder, so verdient man Geld im Internet. Und da geht's Geld wieder runter. Dafür geht der Doku jetzt hoch. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen in das Game. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.